Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen St. Kali von Kali den Ultramapper. Ja, ist Kali der alte Fuchs. So, das war das. Dann bringen wir das Fuder gleich eben zum Hof und dann müssen wir mal gucken, was jetzt so ansteht, ne? Ich hab grad keinen Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Das meiste ist ja erstmal so weit fertig, dass wir... Nee. Entschuldigung, wir brauchen eine Walze. Wir müssen ja auch walzen, ne? Und ein bisschen umräumen und so. Weiß ich auch noch nicht. Umräumen müssen wir auch auf jeden Fall. Ja, hab ich gerade gesagt. Hast nicht zugehört. Ne, habt ihr es auch nicht so mit zuhören, ne Mädels? Nein, nein, ist aber auch nicht eng hier. Sind wir jetzt voran? Danke. Da haben wir. Da müssen wir nachher nachgucken. Du bist erstmal fit. Immer heute willst du mich auch veräppeln, oder? Oh, hier geht's bei hoch, wa? Hast du wieder zu viel Getriebe rumgerührt? Nur anschalten, ne? Boah, ist einmal ein schöner Schlepper. Kannst du nichts gegen sagen. Halt, stopp, warte mal. Nee, wir laden das auf den Boden. Aber du gehst gleich. Alter, nein, ey. Oh, ehrlich, ne? Echt. Echt Premium. Guck mal, wie der in die Sträucher kommt, ne? Der Deutz mit seinen 100 PS ist einfach Premium. Klar, brauchst du nicht viel schalten oder so. Ich soll hier öfters blinken, ne? Aber du musst auch Schwung mitnehmen hier. Da brauchst du auch manchmal nur den Sound genießen, oder? Seid doch mal ganz ehrlich, das ist... Oh, herrlich. Ganz ehrlich, das ist herrlich. Könnte klappen, wa? Mach mal Spanngürtchen ab. Fährt unser IAC noch, oder? Um.
Oh, wir können wieder normal fahren. Wir können wieder normal fahren. Es ist nicht normal, ne? Ich muss natürlich in den sechsten Gang fahren. Ist er noch besoffener? So, dann gucken wir uns das Schauspiel mal an, warum er denn jetzt, wie heißt es, nicht drehen will. Oder nicht weiterfährt. Irgendwas muss doch dann morgen sein. Pass mal auf, wenn wir jetzt zugucken, dann fährt er weiter. Ich habe letztes Mal gar nicht Steine gesammelt, ne? Ich habe die ganze Zeit noch keine Steine gesammelt, ne? Aber da, wo Ölrettich hinkommt, brauchen wir, glaube ich, gar keinen. Alter, nein. Dreh doch noch rasanter. Dann triffst du auch die Bahn besser. Er fährt wie der letzte Hinke. Guckst du zu, dann klappt das, oder was? Warum hast du denn die ganze Zeit irgendwie so einen besoffenen Idioten nicht weitergefahren? Schau mal runter. Ich versteh's nicht. Jetzt mach das, ne? Jetzt sind wir weg. Jetzt macht das wieder nicht mehr. Pass mal auf. Echt. Oh, da ist aber ein dicker Eiche, wer? Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe mich hier auch hingestellt wie ein junger Gott, ne? Nicht. Oh, da ist sie. Gewesen. So, dann lasst uns mal gucken, ob wir das auf den Bogen kriegen. Ohne Schub. Weil er hier auch hochkommen muss, ne? Ich will das ganz gerne. Oh Moment, das wird ja nie wert. Da kannst man knicken. Ich glaube, das ist die falsche Buchte. Reinkriegen wir es aber auch, wie es wieder rauskriegen, ne? Nee, das ist nicht gut. Und Schickram. Wie ist die Eiche, ne? Dann läuft. Ich sollte auch reden, ne? Nee, weiß ich auch nicht, ne? Weiß ich ja auch gerade nicht. Was, na 3 hin? Ja, ne. Schon ein bisschen bornig eng hier. Aber das wäre ja gelacht, wenn wir dort nicht hinkriegen, oder? Das Gemüse muss auf den Boden. Dafür ist er ja da. Oder? Doch. Oh, oh. Boah. Ich werd alt, ne? Heute Morgen. Das ist Mittwoch, wo ich aufnehme, ne? Ich musste um 3:45 aufstehen, ne? Wenn der Eltern wiese, hast du ja die Probleme, dass du auch mal auf Klo musst, ne?
Dann brauchte ich mich auch nicht mehr hinlegen. Für eine halbe Stunde. Aber jetzt bin ich schon seit 3:45 wach, ne? Oh, dann werde ich irre. Ich hätte noch eine halbe Stunde schlafen können. Aber das Alter, ne? Das Alter. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. So, dann müssen wir aber echt gleich mal einen Plan machen, was wir hier als nächstes machen, ne? Auf jeden Fall kein Pump and Hoses. Das könnt ihr euch von der Backe putzen. Das Zeug habe ich immer noch nicht verstanden. Und das wurmt mich wie Hulle, dass ich das nicht verstehe. Da bin ich ja ganz ehrlich. Alter, nein, fahren kann er auch nicht mehr. Ich glaube, das ist keine gute Idee, das in diese Buchte zu stapeln. Oder kommen wir da so raus? Oh, dann geht's ja noch. Dann geht's ja noch. Ja, an der guten alten deutschen Eiche vorbei. Hast gesehen? Nichts passiert. Der Lack ist noch ganz. Oh ne, ich darf hier glaube ich gar nicht so rum reinfahren, ne? Die Sackkarre, die müsste da auch hingestellt werden, ne? Kalle, Kalle, Kalle. Du machst seinen auch nicht einfach. Ne, wir müssen noch vor. Jetzt. Heider neu. Hat Kalle beim Modden vergessen, da wegzuräumen, ne? Nachdem er die ganzen Bretter hier auf dem Boden hingefahren hat mit der Sackkarre. Aber sein altes Fahrrad, das hat er da stehen lassen, ne? Da fährt er immer mit zum Bäcker. Deswegen steht er da. Und damit Kalles bessere Hälfte das nicht mitkriegt, wenn er zum Bäcker fährt, stellt er da immer schön auf den Boden, weißt du? Dann gibt's auch kein Gemecker und so. Dann läuft der Laden, ne? Muss man ja so sagen. Dann läuft der Laden. Kriegen wir nur noch einen hin? Ja, einen noch, wa? Dann sieht's auch schlecht aus. Müssen wir das andere doch noch woanders hin stapeln, wa? Zimmer! Heute läuft er auch. Schickraum. Das ist die alte Sackkarre im Weg. Kommen wir denn da hin? Auch nicht gut, ne? Jetzt sollte die Tür vielleicht mal lieber zumachen, ne? Sicher ist sicher. Ich kenne mich. Ich fahre da noch runter. Sicher ist sicher bei Svenny. Oh nee, nur da. Ihr könnt die natürlich auch alle mit der Hand rumräumen, aber das wäre ja viel zu einfach, ne? Dann heißt es wieder, ich spiele nicht realistisch. Nee, nee. Nee, nee. Oh, oh, oh. Pump and Hoses ist hochgeladen. Ihr werdet euch einen ablachen und bestimmt davor sitzen. Svenny, du musst das so machen. Nein, du. So. Geht das? Und Svenny sitzt davor und vorm PC. Heider, nein. Wie soll der Schickram gehen? Dann habe ich mir nämlich die ganze Zeit gedacht. Das ist nicht so einfach hier. Schön in die Ecke schieben, ne?
geguckt, dass der Kramer so wendig ist, oder? Sag dir. Nett, sag ich dir. Nix passiert, Christian. Oh, doch. Profi. Was ist denn das für ein Gemüse da? Alter, nein, das ist aber nicht Unkraut. Das ist so ein versenkten Baum im Boden, wa? Hier in LS17, da waren die ja total modern, ne? Da bin ich auch immer drinnen hängen geblieben, ey. Kennt ihr noch diese komischen Büsche? Auf Sibbershusum war der. Mitten an Hof. Nee, dann musstest du erst den Ast wegsägen, dann hing die halbe Wurzel noch mitten im Weg. Trotzdem hast du dich immer da dran festgebrackelt. Echt schickram. Muss mich hier konzentrieren, ne? Kann's nicht sein. Ja. Ich fahr mal erst noch 20 Meter zurück, Svenny. Passe. Hauptsache, Zeug kommt unter Dach. Wie? Ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache unter Dach. Entläuft. Oh, der hat aber auch einen Bremsweg. Leck mich fett, ey. Ab und zu muss man auch mal ruhigere Folgen machen, ne? Ist halt so. Aber hier muss ich mich echt konzentrieren, ey. So als Schickzeug hier auf den Boden krieg. Und fahr trotzdem noch überall gegen, ne? Mann, du. Kann's ja nicht sein. Die blöken da unten rum, als hätten sie kein Futter. Dabei haben die alles. Oder irgendjemand hat das Radio in Stall ausgemacht. Das kann natürlich auch sein, ne? Wegen Energiekosten und so. Das weiß ich nicht so genau. Drei Stück müssen da noch hoch. Mann! Wenn das mal gut geht. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen von diese ganzen Grande de Malheur und was hier immer so alle passiert, ne? Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.